Frau Präsidentin, ich nehme die Wahl an. Nach einer stundenlangen Wahlprozedur in der Bonner Beethovenhalle kam mit den Worten Richard von Weizsäckers festliche Stimmung auf. Auch von Weizsäcker entfielen mehr Stimmen als bei seiner ersten Wahl vor 5 Jahren. Er erzielte das zweitbeste Ergebnis seit der Wahl von Theodor Heuss. Es ist kein Zufall, dass Weizsäcker gerade heute seine 2. Amtsperiode antritt. Denn das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde auf den Tag genau vor 40 Jahren am 23.05.1949 verabschiedet. Rita Süßmuth und auch Helmut Kohl gehören zu den ersten. Als der letzte. Die Mappe muss gleich noch weg, aber vorher trinken wir noch ein Schlückchen. Zur Feier des Tages. Es ist deutlich zu spüren. Nur ein kleines Stückchen. Den Rest schaffen wir schon alleine. Ach, machen Sie bitte auch das Abstimmungsergebnis zeigt deutlich, dass von Weizsäcker Anhänger in allen Parteien wird. Ich weiß nicht mehr genau, wie oft ich den Roman Illuminatus gelesen habe. 50 Mal, 60 Mal. Auf jeden Fall hat mich eine Stelle immer am meisten fasziniert. Alle großen Anarchisten starben am 23. irgendeines Monats. Der 23. ist ein guter Tag zum Sterben. Pass auf!
Kannst du mir das bitte erklären? Woher hast du die? Das tut nichts zur Sache. Wenn ich das nicht verhindert hätte, wäre das heute in der Zeitung. Es ist wirklich peinlich, wie du dich aufführst. Wieso peinlich? Wir kämpfen in Brockdorf gegen den Mist, den deine Generation gebaut hat. Das ist doch Unsinn. Wenn du dir nur einmal die Mühe machen würdest, dich zu informieren, müsstest du erkennen, dass das blühender Unsinn ist. Mein Vater war Redaktionsleiter einer rechten Hannoveraner Tageszeitung. Wir hatten ständig Streit. Wenn man jemanden wie ihn zum Vater hat, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man passt sich an, oder man rebelliert. Bist du fertig? Schönen Tag noch. Beate? Können wir uns gleich in der Redaktion treffen? Ja, klar. Ich sag Alex noch Bescheid. Die Taz schreibt, bis zum Vormittag hatten sich weit über 10.000 Demonstranten friedlich versammelt. Frankfurter Rundschau, 8.000 bei Protest gegen die Atomanlage. Und jetzt die Hannoversche Rundschau. Nicht ganz 5.000 Demonstranten, viele davon gewaltbereite Sympathisanten aus der autonomen Szene. Ich spinne noch. Hat dein Vater was damit zu tun? Zumindest hat das abgesegnet. Die bürgerliche Presse manipuliert die Zahl der Demonstranten. Alles, was Sie wissen müssen, für nur eine Mal. Karl? Der neue Faktus. Ist dieser Artikel von dir? Zu Brockdorf. Stoppt AKWs. Ist es verboten, wenn man seine Meinung sagt? Der Kaktus, der neue Kaktus. Hey, was soll denn der Scheiß? Gib doch Pressefreiheit. Was da steht, erfüllt den Tatbestand der Verleumdung. Du weißt ganz genau, dass das nicht stimmt. Beweis es mir. Ich schick dich aufs Internat, ja. Damit du endlich Respekt lernst. Ja, dann kann deine Freundin auf mein Zimmer ziehen. Von mir aus kannst du abkratzen! Ein halbes Jahr später war mein Vater tot. Er starb an den Folgen eines Gehirntumors. Obwohl ich das unbestimmte Gefühl hatte, daran schuld zu sein, fiel es mir schwer, Trauer zu heucheln. Im Gegensatz zu meiner Stiefmutter. Sie bekam die Wohnung und Vaters Wertpapiere. Ich erbte ein Sparkonto mit 50.000 Mark und seinen Schreibtisch. Das Konto löste ich sofort auf. Sparen war noch nie meine Stärke. Warum bist du noch nicht eingezogen? Ich wohne nicht so gern allein. Hättest du Lust? Platz ist genug. Und was ist die Bedingung? Puh, jeder kann tun und lassen, was er will. Das ist eine Forschungsstation für freies Leben. Willst du alleine sein? Ich guck mir das nur so an von hier aus. Ist eine gute Party, oder? Bisschen voll. Die meisten Leute kenne ich gar nicht. Ich find's okay. Ich mag's gern, wenn viele Leute in der Wohnung sind. Kommst du mal mit? Ich möchte dir mal was zeigen. Das haben die Kollegen von der Redaktion in seinem Schreibtisch gefunden. Das ist ja süß, Jugendforsch. Geniale Frisur. Das Buch habe ich von meinem Vater zum 14. Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist der Autor. Robert Anton Wilson. Sieht ein bisschen unheimlich aus. Völlig blinder Kauf. Er hat gedacht, das ist ein netter Science-Fiction-Roman für kleine Jungs. Dann hat er es mir wieder weggenommen, weil er gemerkt hat, wie gefährlich es ist. Jetzt bekomme ich alles wieder. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Die Geschichte der Welt ist die Geschichte der Kriege zwischen Geheimbünden. Wilson sagt, die Welt ist nicht so, wie sie scheint. Hinter den Kulissen zieht ein mächtiger Geheimbund die Fäden. Die Illuminaten. Aber da ist dann auch Hagbard Salaine, ein Anarchist, der in einem goldenen Unterseeboot durch die Meere kreuzt. Er versucht, den Illuminaten auf die Spur zu kommen. Das Herzstück des U-Boots ist ein riesiger Computer, der ständig ausrechnet, wie wahrscheinlich der Dritte Weltkrieg ist. Mhm. Der Computer hat einen merkwürdigen Namen. Fuck up. Wie? Fuck up. First Universal Cybernetic Kinetic Ultra Micro Programmer. Ich kann es dir gerne leihen, wenn es dich interessiert. Ja, gern. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10-malig sein. Hat mal gerade jemand 500 Mark für die Pizza? Wir sind uns gelöscht aus.
Spektakel nicht sofort beenden, werde ich die Polizei rufen. Alex! Draußen hat jemand an die Briefkästen uriniert. Schauen Sie sich die Sauerei doch mal an. Hey, wer ist der Arsch? Mein Vermieter. Der Senator war stinksauer. Es wäre nett von euch, wenn ihr jetzt nach Hause gehen könntet. Tut mir leid, ich bekomme sonst Ärger. Oh, nein. Nein. Beate hatte Illuminatus gar nicht erst mitgenommen und Alex interessierte sich nur für die Stellen, die mit Sex und Drogen zu tun hatten. Er begriff überhaupt nicht, worum es ging. Was Wilson über politische Morde, Attentate und Geheimlogen schrieb, war spannend wie ein Krimi. Ich las das Buch wieder und wieder und suchte nach Leuten, mit denen ich darüber sprechen konnte. Damals kamen die ersten Chatlines auf, in denen sich alle möglichen Leute über alle möglichen Themen unterhielten. Alles am Computer. Ich hatte zwar nur einen popeligen Commodore, aber auch damit konnte man einiges anstellen. Es war ein Gefühl, als würde ich einen geheimnisvollen neuen Kontinent entdecken. Ich klopfte an die Türen aller Hütten im globalen Dorf, düste mit 7 Meilenstiefeln rund um die Welt. Über den Namen, mit dem ich auf Reisen gehen wollte, brauchte ich nicht lange nachzudenken. In einer Mailbox, in der nur über Illuminatus diskutiert wurde, erfuhr ich, dass Wilson nach Hamburg kommen wollte. Zu einer Tagung des Chaos Computer Clubs. Hier trafen sich Computerfreaks aus ganz Deutschland. Die Typen sahen ganz harmlos aus, aber einige von ihnen waren erstaunlich einfallsreich. Ein bisschen, als ob man zu Weihnachten einen Chemiebaukasten bekommt und dann anfängt, Bomben zu bauen. Scarabeus hatte die Anzeigentafel am Frankfurter Flughafen unter seine Kontrolle gebracht. Conan das Stromnetz in Luxemburg. Kugelfisch hatte eine illegale Mailbox im Kahnforschungszentrum in Genf aufgezogen. Und dann war da noch David aus Hannover. Sein Pseudonym war Goliath. We're now discovering that the true source of wealth is information and it increases as it's shared. Wilson sprach davon, dass Computer unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren völlig verändern werden. Es wird nicht mehr wichtig sein, Besitz zu halten, sondern Informationen. Wissen ist Macht, sagt Wilson, und diese Macht wird sich auf eine kleine, verschworene Gruppe konzentrieren. Und genau gegen diese Leute kämpft der Hackwitz allein. Mir wurde klar, dass Illuminatus vielleicht mehr mit der Wirklichkeit zu tun hat, als ich dachte. Weißt du, was ich spannend finde? Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23. Das Verteidigungsministerium der USA sitzt im Pentagon. Das ist ein Fünfeck. Ziemlich ungewöhnlicher Bau, findest du nicht? Und du denkst, dass die Illuminaten da drin sitzen, oder? Wer weiß? Auf jeden Fall, das mit den Attentaten stimmt. Eine ganze Menge von denen sind wirklich an irgendeinem 23. passiert. Kennedy wurde aber an einem 22. ermordet. Und Oswald am 24. Dazwischen liegt die 23. Könnt ihr vielleicht mal mit dem dämlichen Gelaber aufhören, mitten in der Nacht? Gibt's die Illuminaten oder nicht? Den Beweis bringt Wilson auch nicht. Ist doch vollkommen egal, ob du sie jetzt Illuminaten oder P2 oder die Rosenkreuzer nennst. Geheimlogen gibt's auf alle Fälle. Das kannst du in jedem Geschichtsbuch nachlesen. Ja klar, aber trotzdem, manches klingt bei ihm so aberwitzig, als wenn er beim Schreiben ein paar dicke Joints geraucht hätte. Drogen sind doch nicht nur schlecht. Ein bisschen Kiffen, das regt die Fantasie an, oder? Ja klar. Traust du dich hier einen Joint zu rauchen? Ja, klar. Ich hab jetzt bloß keinen. Traust du dich hier ein Lied zu singen? Und was?
Die Gedanken sind frei, aber im Stehen. Wie geht denn der Text? Die Gedanken sind frei, keiner kann sie erraten. Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es die Gedanken sind dabei. Frei, kein Mensch die kann Gedanken sie wissen. Sie fliegen frei. Vorbei wie nächtliche Schatten. Hört man, das geht nicht. Hey, warum singt ihr keiner mit, hä? Gute Fahrt! Um Himmels Willen haben wir uns hier rausgeschmissen, hä? Fallingbostel. Wunderschöne Stadt, sollten wir uns angucken. Scheiße, ich habe eine Bio-Klausur. Wenn ich um 12 nicht in der Schule bin, gibt's 0 Punkte. Jetzt ist es fast 11. 11 und 12 ist 23. Und? Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ne? Mit VW? V ist die römische 5 und W der 23. Buchstabe des Alphabets. Brockhaus. Das Wissen der Welt in 23 Bänden. Ah, 24. Wirklich? Ja. Steht bei uns zu Hause. Schade. Apollinaris. Aus dieser Quelle trinkt die Welt. Von dem Dreieck? Das ist kein Dreieck. Das ist eine Pyramide von vorne. Die 23 ist aber echt überall, das ist unglaublich. Zum Beispiel beim Erbmaterial des Menschen. Das wird durch die Chromosome weitergedingst. Ja, gebumst. Hey, ich hab einen Bau. Ey, pass auf, wie viel sind das? Was, Mensch? Nee, Chromosome? 23? Nee, 24. Natürlich 23. Jedenfalls ist Illuminatus Fiktion. Ist doch ein Roman und kein Tatsachenbericht. Pass mal auf. Was siehst du hier? Ein Dollar. Das Symbol der Illuminaten. Auf dem wichtigsten Zahlungsmittel der Welt. Und wen siehst du jetzt? George Washington. Dann ist das hier. Aber auch George Washington. Ist er ja auch. Sieht man noch. Das ist Adam Weishaupt. Und der ist der Gründer der Illuminaten, 1776 in Ingolstadt. Ach, das gibt's doch nicht. Als die Illuminaten verboten wurden, ging Adam Weishaupt nach Amerika, ließ George Washington beseitigen und wurde an dessen Stelle Präsident. Und deswegen ist auch die Freimaurerpyramide auf dem Dollar drauf. So ein Quatsch. Damals sahen die mit ihren Perücken doch eher gleich aus, oder? Hast du Lust, ein paar Tage mit mir wegzufahren? Ans Meer? Was ist mit der Schule? Was ist mit dem Meer? Kommst du mit? Ein bisschen raus aus dem Kaffee, was erleben. Erst lässt du wochenlang nichts von dir hören und jetzt willst du mit mir ins Meer? Klar, warum nicht? Am Wochenende ist aber Demo. Ist doch wichtig, dass viele kommen. Die machen doch eh, was sie wollen. Das bisschen rumrennen, sich nass spritzen lassen. Das kannst du am Meer auch haben. Komm, red nicht so im Blödsinn. Außerdem muss ich arbeiten. Gerade mal noch 20 Mark. Hier. Das ist für dich. Dann kannst du mitfahren. Dann nimm's doch. Kommst du dir jetzt überlegen vor? Ich will doch nur, dass wir ein bisschen zusammen wegfahren können. Seit dein Vater tot ist, bist du echt zum Arschloch mutiert. Dein Geld interessiert mich doch gar nicht. Hör auf, was machst du denn da? Auf damit. Ich will das verdammte Geld nicht. Auf, das bringt mir nur Unglück. Hannover, Schauplatz der größten Computermesse der Welt. Die Branche boomt. Schon bald werden wir uns per Modem durch die weltweiten Datennetze bewegen. Bleibt die Sicherheit dabei auf der Strecke? Sehr geehrte Messegäste, liebe Zuschauer, und nun haben wir hier einen sogenannten Hacker. Er nennt sich Hackbart, kommt aus Hannover und wird demnächst sein Abitur machen. Wie lange bist du schon Hacker? So ein paar Monate. Hackbart, was ist eigentlich ein Hacker?
Ein Hacker ist jemand, der Datennetze erforscht und Sicherheitslücken in Großrechnern ausfindig macht. Aha. Und was zeigst du uns hier? Das ist das neue BTX-System der Post. Die werben jetzt dafür, dass man über BTX seine Bankkonten führen kann, aber das ist total unausgereift. Wir stiften da ein bisschen Chaos und sagen denen dann, hier Leute, das müsst ihr verbessern. Ihr sagt den Betroffenen aber hinterher Bescheid, ja? Klar, wir wollen ja nichts kaputt machen. Das heißt, es gibt so eine Art Hacker-Ethos? Wissen ist Macht. Richtige Information führt zu Reichtum, falsche zu Armut. Eigentlich sollten Informationen für alle gleich zugänglich sein. Würdest du ein Angebot aus der Wirtschaft annehmen? Hallo. Die Frage stellt sich gar nicht. Finde ich ganz interessant, was dein Freund da so macht. Jungen Computerfreaks wie Hackbart gehört die Zukunft. Sie haben den Chip sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen und gehen mit Bits und Bytes völlig selbstverständlich um. Wir machen jetzt weiter mit der Hybrid ist ja wohl nur Scheiße. Wie kannst du dich mit dem überhaupt einlassen? Ich habe doch nur versucht, das Bild der Hacker in der Öffentlichkeit zu korrigieren. Und 200 Mark abzuziehen. Gib's doch zu. Ich habe kein Wort über interne Sachen verloren. Außerdem, bei wem könnt ihr jeden Abend saufen, kiffen und die Telefonrechnung hochtreiben? Bei mir. Karl, ich würde dir gerne jemanden vorstellen. Das ist Lupo. Lupo, das ist Karl. Freut mich. Und eure Aktivitäten ja prinzipiell ganz witzig. Aber auf Dauer der Post beim BTX zu helfen. Doch Kinderkram. Bist du auch ein Hacker? Nee, überhaupt nicht. Ich bin Programmierer, spezialisiert auf große Kisten. Aber nicht hier in Hannover? Nee, in Berlin. Hab nur zurzeit hier einen Job. Continental. Ich stelle im Moment den ganzen Vertrieb um. Lubo meint, wir vergeuden unser Talent. Ja, es ist an der Zeit, mit der Umverteilung anzufangen. Warum hackt ihr nicht bei der Atomindustrie rein? Oder bei amerikanischen Rüstungsfirmen? Und dann? Ja, und dann? Rüber damit zu denen, die technisch im Rückstand sind. Denk doch einfach mal in Ruhe drüber nach. Ein Freund von mir hat Kontakte zu den Russen. Das Baby da? Auf dem Balkon. Eins ist klar, mit Datentransfer in den Ostblock lässt sich Kohle machen. Uns geht's eigentlich mehr um die Hackerethik. Ethik? Die Welt ist voller Arschlöcher, da soll doch jeder selber schauen, wo er bleibt. Also mich interessiert das mit der Ethik. Lass doch mal hören, was ihr euch da so vorstellt. Demokratie ist nur unter Gleichen möglich. Informationen müssen frei zugänglich sein. Das bedeutet praktisch, dass die Netze offen sein sollen. Verstehe ich jetzt nicht ganz, wie das gehen soll. Die Amis, die haben Satelliten, die sehen ein halbes Jahr vorher schon, ob in der Sahelzone die Hungersnot ausbricht. Die Leute da unten haben natürlich keine Ahnung und verrecken, danke. Weil sie keinen Zugang zu den Informationen haben. Der Ostblock ist datentechnisch gesehen dritte Welt. Also geben wir ihnen Wasser, bevor die Amis alles kontrollieren. Ihr hackt, Pepe bringt's rüber. Ich weiß nicht, mir geht das alles ein bisschen schnell. Wir kennen uns da noch gar nicht richtig. Das habe ich zu meiner Freundin auch gesagt, als sie schwanger wurde. Ich find's aber auch ganz schön gefährlich. Ich meine, Industriespionage. Hast du doch gleich BKA, BND und Verfassungsschutz am Hals. Was für eine Sorte Mensch seid ihr? Seid ihr Zuschauer oder wollt ihr selbst mal was in die Hand nehmen? Olof Palme ist tot. Er fiel gestern Nacht einem Attentat in der Stockholmer Innenstadt zum Opfer. Die zwei tödlichen Schüsse, die aus einer Faustfeuerwaffe abgegeben wurden... Wer war dieser Palme eigentlich? Im Zweifelsfall Politiker. Nee, der war schwedischer oder finnischer Ministerpräsident oder irgend sowas. Man sieht da bescheuert aus. Kannst du vielleicht mal die Klappe halten? Kommt, nehmt noch ein bisschen was von dem Dope und verzieht euch. Was soll denn das? Das ist wichtig hier. West reagierten mit Trauer und Bestürzung auf den Palme-Mord. US-Präsident Reagan nannte Palme einen der angesehensten Politiker der Welt. Ich habe was zu Palme. Vor der Alarmmeldung war bereits Polizei am Tatort, aber erst 24 Stunden nach dem Attentat wurden die Ausfallstraßen gesperrt. Einsatzpläne der Polizei wurden nachträglich gefälscht. Die haben lange Zeit nach einem Einzeltäter gesucht. Hier steht, Spuren, die auf einen Komplott hindeuten, wurden vernachlässigt. Das ist doch dieselbe Nummer wie bei Kennedy, wo sie alles auf Oswald geschoben haben. Die Illuminaten sind so schnell mächtig geworden, dass man sie schon nach 10 Jahren verboten hat. Aber im Untergrund haben sie weitergearbeitet und sich langsam ausgebreitet. Wir hatten eine eigene Zeitrechnung und eigenen Namen für Städte. München hieß Athen, Ingolstadt Ephesus. Weshalb selbst nannte sich Spartacus. Hier steht, wer alles Mitglied war.
Mozart, Herder, Freiherr von Kniebel, Goethe. Der Bericht des Polizeipräsidiums. Das gibt's doch nicht. Der Tag hat 24 Stunden und jede Stunde hat 60 Minuten und genau um 23.23 Uhr wird geschossen. Willst du mir jetzt sagen, Palmer geht aufs Konto der Illuminaten? Ich sag nur, dass es Verschwörungen und Mächte gibt, von denen wir nichts wissen. Du meinst CIA und Weltbank und so? Ist egal, er stand auf der Abschussliste. Die haben ihn einfach umgelegt. Ich habe darüber nachgedacht, was Lupo gesagt hat. Ich glaube, wir sollten unser Talent nutzen. Pepe war irgendwie ein netter Kerl. Er handelte mit Gebrauchtwagen, Elektrogeräten und Drogen. Aber je besser ich ihn kennenlernte, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass es die Ostkontakte gar nicht gab. Lupo war wieder zurück nach Berlin gefahren und hatte wenig Zeit, aber Pepe versprach, sich um alle weiteren Schritte zu kümmern. Er sagte, wir sollten für Ost-Berlin nur noch das Codewort Paris verwenden. Bin aber dann wieder da. Also fragten wir, wann geht's nach Paris? Und er antwortete, wenn ich den Reiseleiter erreicht habe. Als ich die Sache schon fast wieder vergessen hatte, bestellte uns Pepe zu einem Treffen in die Innenstadt. Er hatte eine ziemlich abenteuerliche Geschichte auf Lager, über die er am Telefon nicht sprechen wollte. Pepe war nach Ost-Berlin gefahren und hatte der russischen Botschaft einen Besuch abgestattet. Ich habe zum Pförtner gesagt, ich möchte gerne zum KGB. Der Affe hat natürlich erstmal so getan, als wüsste er überhaupt nicht, wovon ich spreche. Ich habe zu ihm gesagt, dann tut's mir sehr leid. Ich kann auch rüber zu den Chinesen gehen. Dann wollte er auf einmal doch ganz gern, dass ich bleibe. Bitte, Konrad? Ja. Stratwutje, Rad was Vidic. Ich spreche Deutsch. Guten Tag. Herr Konrad, was mich interessieren würde, warum machen Sie das? Ich habe was gegen die Amis. Das sind Imperialisten. Sind Sie Kommunist? Nee, ich bin freier Weltbürger. Ich habe ihm die ganze Story erzählt. Danach hat er sich noch ziemlich lang mit seinem Chef unterhalten. Ich habe nicht genau mitbekommen, worum es ging. Aber eins ist klar, die wollen alles, was ihr kriegen könnt. Und Herr Konrad, kommen Sie das nächste Mal bitte nicht mehr in die Botschaft. Herr, das ist mein Büro in der Leipziger Straße. Mhm. Und bitte kommen Sie ohne Auto. Verstehe. Hier, die kannst du jetzt neben deinen Computer stellen. Und jetzt seid ihr dran, Jungs. Wir hackten nach allem, was wir in die Finger kriegen konnten. Wahllos kopierten wir irgendwelche Dateien aus Universitäten, Firmen oder Bibliotheken. Oft war es ganz leicht, die riesigen Kisten zu knacken. Die Leute hatten einfach keine Fantasie beim Erfinden ihrer Passwörter. Manche nannten es einfach Passwort, andere nahmen den Namen ihrer Frau oder ihres Hundes. Um die billigen Tarife nutzen zu können, verließen wir die Tagwelt und tauchten in die Nachtwelt ein. Statt 7 Tage mit 24 Stunden hatte unsere Woche jetzt 6 Tage mit je 28 Stunden. Das brachte natürlich Probleme mit sich. Wir haben geschlossen. Bach war der erste Hacker. Das Cembalo war sein Computer. Kannst du vorwärts und rückwärts spielen? Eigentlich war er Mathematiker. Wenn er heute leben würde, dann wäre er Programmierer. Die erste Lieferung war schnell komplett. Zu dem neuen Material packten wir noch einen ganzen Stapel Disketten, die sich in den letzten Wochen angesammelt hatten. Was soll denn das? Pepe kam sich vor wie James Bond. Er war voll auf der Agentenschiene und hatte extra noch einen Koffer aus argentinischem Rindsleder besorgt. Ich hab gar keine Ahnung. Den filzt dir jeder Grenze durch. Ich bring die Sachen doch nicht in der Aldi-Tüte rüber zum KGB. Wie sieht denn das aus? Er will euch übrigens kennenlernen. Wer? Unser Mann in Paris. Er will, dass ihr mitkommt beim ersten Mal. Danach fahre ich allein rüber.
ist denn das für eine Kiste? Ein Wagen, wo der Motor abstirbt, wenn man vom Gas geht. Sowas Armes. Warum sind wir dann nicht mit deinem Wagen gefahren? Fahr los. Hey, da ist eine Linie. Oh. Na hier, halt an! Scheiße. Halt an! Fuck, wir sind drüber. Das gibt's doch nicht. Ich fahr zurück. Nein, fahr nicht zurück, nicht zurück. Ganz entspannt. Ruhe im Karton, ich mach das schon. Guten Tag. Können Sie vielleicht mal die Linie nachziehen? Die kann man ja gar nicht mehr erkennen. Öffnen Sie bitte den Koffer. Also, als die den Koffer aufmachten, dachte ich, das war's jetzt. Aber Pepe kam plötzlich mit Sergejs Visitenkarte daher. Schauen Sie mal. Die haben da angerufen und dann konnten wir problemlos durch. Wie in einem schlechten Agentenfilm. Alles klar. Also dann viel Glück. Kommst du nicht mit rüber? Nee. Es stellte sich heraus, dass Lupo vor der Bundeswehr getürmt war. Er hatte ein paar Strafbefehle ignoriert und jetzt war er Dauermieter in einem Hotel in West-Berlin unter falschem Namen. Er verließ die Stadt nur noch per Flugzeug, weil es auf innerdeutschen Flügen keine Ausweiskontrollen gab. Die ganze Sache stand auf wackeligen Füßen. Wir hatten uns mit einem Dealer und einem Deserteur eingelassen. Bitte. Und was ist mit dem Geld? Erst prüfen wir das Material, dann sprechen wir über Geld. Den hätte ich aber gerne wieder zurück. Wir sind hier im Sozialismus, da wird niemand bestohlen. Hagbard. Interessanter Name. Ihre Eltern sind früh gestorben. Das tut mir leid. Ihr Vater war Journalist. Ja? Ich möchte nicht neugierig wirken, aber wir hatten noch nie mit so jungen Partnern zu tun. Nachher sollten wir noch ein paar Verhaltensmaßregeln besprechen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe den Jungs auch schon die wichtigsten Sachen erklärt. Entschuldigung. Ihr Material ist interessant für uns. Schreiben. Bürokratie systemübergreifend. Thank you.
machen, du? Keine Ahnung. Ich geh mal schnell runter. Warum sitzt du in dem Aufzug da nicht? Warte mal, es geht auch anders. Wir schicken Ihr Material nach Moskau. Dort wird es genauer geprüft. Dann sehen wir weiter. Ich bekomme dann Meldung darüber, was unsere Wirtschaft benötigt. Fürs Erste sind auf alle Fälle Anwahlnummern und Passwörter sehr wertvoll für uns. Das ist aber nicht so einfach mit den Passwörtern. Ich weiß. Das klappt schon, wenn die Kasse stimmt. Machen Sie sich da keine Sorgen, Herr Konrad. Beschaffen Sie, was Sie bekommen können. Ich bin schon neugierig auf Ihre nächste Lieferung. Monatelang lief alles sehr gut. Wir lieferten und bekamen Geld dafür. Irgendwann aber häuften sich die Schlagzeilen über Einbrüche in Großrechner. Ein Gesetz kam raus, das Hacken zur Straftat machte. Das beeindruckte uns wenig. Das Problem war, dass die Leute anfingen, ihre Kisten besser zu schützen. Je länger die Nächte vor dem Computer wurden, desto mehr brauchte ich das Koks, um mich wach zu halten. Meine Erbschaft war längst weg und um Pepe bezahlen zu können, brauchte ich Sergejs Geld. Und um das zu bekommen, saßen wir rund um die Uhr vor dem Rechner. Alles Gute, David. Alles Gute. Als David Geburtstag hatte, schenkte sein Vater ihm einen neuen Atari. David steckte seinen ganzen Ehrgeiz in ein selbstgebasteltes Programm. Wir brauchen nur noch zuschauen. Es hatte die 500 häufigsten Passwörter gespeichert, wählte sich in fremde Rechner ein und klapperte die ganze Liste dann automatisch ab. Leider war der kleine Atari total überfordert damit. Bitte nicht. Das war die Arbeit von 2 Wochen. Das sollte eine Überraschung sein. Die Idee ist aber genial. Das liegt an den Rechnern, die sind zu schwach. Ist doch aber bescheuert, wenn wir dauernd auf dieser Amateurebene rummachen. Jetzt reg dich mal ab. Da muss ein professioneller Rechner her. Moment, erstmal zahlst du deine Schulden bei mir. Ich krieg noch 5000 Mark. 4. 5. 4. Weißt du, Hackbart, ich habe manchmal das Gefühl, du kannst mich nicht leiden. Vielleicht solltest du dir deinen Koks woanders besorgen. Dann lernst du mal die Preise auf dem freien Markt kennen. Bei mir zahlst du Freundschaftspreise. Ich kann dich nämlich ganz gut leiden. Kennst du die Mikro-PDP-11? Schon mal gehört, ja. In der Nähe von Darmstadt steht eine rum. Gebraucht. Für 10.000. Ruf an, wenn es irgendein Problem gibt. Und achte auf einen seriösen Kaufvertrag. Traust du mir das nicht zu? Das ist die PDP-11, Vorläufer der Mikro-PDP-11. Ist also nicht dieselbe. Nein, aber das habe ich Ihnen ja, glaube ich, gerade erklärt. Die Mikro-PDP-11 ist verkauft, aber das hier ist wirklich eine super günstige Alternative. Sie ist in der Leistung ähnlich, nur halt ein kleines bisschen größer. Sehr robust. Ja, die läuft einfach gut. Die ist doch klasse, oder? Die Maschine stand im AKW Jülich. Das ist ein richtiges Arbeitstier. Was, in dem Kernkraftwerk? Ja. Sie können sich ja vorstellen, was die für hohe Anforderungen stellen, nicht? Scheiße. Lupo ist nicht da. Und wenn wir Pepe anrufen? Der hat doch überhaupt keine Ahnung. Der Verkäufer muss uns für völlig debil halten. Komm, die kaufen wir jetzt. Der Kasten wäre genau das Richtige. Ja, und wenn wir noch länger warten, ist er weg. Das absolute Profiteil. Das ist nicht die Mikro-PDP-11, das ist der Vorläufer. Ein bisschen größer, aber dafür ein Arbeitstier. Die stand im Kernkraftwerk Jülich. Lupo, die Quittungen? Und
hier sind noch eine Menge Unterlagen mit allem drum dran. Guck mal, da können wir reinhacken, nur so als Warnung an die Atomlobby. Hört mal kurz die Schnauze. Ich muss nachdenken. Stimmt was nicht? Ihr hättet eine Mikro-PDP-11 kaufen sollen, richtig? Ja, richtig, aber die hier... Die hier braucht Starkstrom. Ja, dann lassen wir halt einen Anschluss legen. Ja, und gleich eine Entlüftungsanlage dazu, sonst kannst du in deiner Wohnung einen Saunaclub aufmachen. Wir haben ja versucht, dich anzurufen, aber du warst nicht da. Was ist denn das? Ist das kaputt? Der Controller, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich flipp gleich aus. Das lassen wir alles reparieren. Du musst nur die Ansagen machen. Wir bringen sie halt zurück. Die kannst du nicht zurückbringen, Mensch! Guck dir mal die Quittung an! Das kann doch nicht so ein Problem sein. Spätestens in der Woche läuft die. Das darf wohl nicht wahr sein. Mein Geld. Alles weg. Alles im Arsch. Wichser! Ich red mal mit ihm. Lass ihn. Lass ihn ganz in Ruhe. So eine Scheiße! Mann! Fahr los, Mensch! Fahr los jetzt! Uns blieb nichts anderes übrig, als mit meinem Commodore weiterzumachen. Wir kamen ziemlich in Verzug mit den Lieferungen für die Russen und Pepe versuchte, Sergej hinzuhalten. Nein. Ich brauchte dringend Geld, um Pepe und Lupo meine Schulden zurückzuzahlen. In Hannover gab es damals eine Kneipe, in der sich regelmäßig Hacker trafen. Der Typ, der mich auf der Messe interviewt hatte, tauchte da immer mal wieder auf, um Leute für eine Fernsehsendung anzusprechen. Er hatte keine Ahnung von Computern und ich dachte mir zu den Ausdrucken aus Jülich eine kleine Geschichte für ihn aus. Jochen, ich hab da was, was dich vielleicht interessieren würde. Wir sind nach Jülich reingehackt, ins Kernkraftwerk. Das sind die Auszüge. Wie? Ihr seid da echt nach Jülich reingekommen? Ja. Wie viel wäre so eine Geschichte wert? Das kommt drauf an, was da gelaufen ist. Naja, wir haben die Brennstäbe hoch und runterfahren lassen. Das ist ja interessant. Mit deinem kleinen Commodore. Ja? Das ist ganz einfach. Lässt sich das irgendwie nachvollziehen oder beweisen? Wie beweisen? Mit einem Hack in das Kernkraftwerk zum Beispiel. Vor laufender Kamera. Nach dem von den USA verhängten Wirtschaftsboykott kam es gestern in der Großen Syrte zu ersten Kampfhandlungen. Libysche Panzerkreuzer feuerten mehrere Warnschüsse auf zwei Flugzeugträger der USA ab. Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi hat noch einmal unterstrichen, dass er den gesamten Golf für sich beansprucht. US-Außenminister Schulz bestätigte, dass die USA nur zur Anerkennung einer 12-Meilen-Zone bereit sind. Alles klar, er hat Zeit. Wir denken darüber nach, eine Sendung über diese Geschichte zu machen. Könnten Sie sich vorstellen, dabei zu sein? Ein paar Interviews vielleicht. Sie führen Herrn Maywald in die Szene ein, zeigen ihm die Tricks. Ihr bleibt natürlich völlig anonym bei dem, was wir machen wollen. Und irgendwie ist es doch auch in eurem Sinn, die Leute aufzuklären, oder? Stimmt, ich find's wichtig, dass die Leute Bescheid wissen, was da läuft. Absolut. Atomkraftwerke sind da echt eine Gefahr. Wenn da jeder den Commodore zu Hause hat, reinkommt. Dann sind wir uns ja im Prinzip einig. Moment, ich würde das ganz gerne noch kurz besprechen. Hast du gesehen, was der raucht? Ernte 23. Lass uns erstmal genau festlegen, was wir machen und was nicht. Vielleicht senden die auf URF 23 und der Rundfunkrat besteht aus 23 Mitgliedern. Völlig illuminatenverseuchter Sender. Okay, was machen wir? Wir setzen uns hin und hacken nach Jülich. Schluss. Und dafür gibt's Kohle, ist doch ganz einfach. Gut. Aber keine langen Interviews und in die Szene einführen, schon gar nicht. Die behandeln das vertraulich. Der Jochen ist ein guter Typ. Ach, der Jochen, der tut immer so peace-mäßig, aber in seinem Kopf, da läuft ein ganz anderes Programm. Der Einbruchsversuch nach Jülich ist eine Straftat. Wenn rauskommt, dass das auf unsere Initiative hin passiert, dann hängt der Sender mit drin. Ich bin da ganz vorsichtig. Wir machen das nicht hier, wir gehen in meine Wohnung. Dann setze ich mich mit den Leuten in Jülich in Verbindung und prüfe nach, ob die was bemerkt haben. Eins muss klar sein, wenn irgendwas schiefläuft, weiß ich von nichts. Das geht voll auf Ihre Kappe. Wenn die Sache ein Knaller wird, dann sorge ich für Ihre Festanstellung. Danke. Das würde mich sehr freuen. Schon gut, Maywald. An was für einen Vorschuss haben die beiden denn gedacht? 5.000 habe ich Ihnen angeboten. Hier. Was ist das? Das ist die erste Rate. Der Rest kommt in ein paar Tagen. Wo ist das her? Puh, ich habe Sachen verkauft. Schallplatten und Möbel und so. Es gibt da so Gerüchte in der Szene, dass du dich mit einem Journalisten getroffen hast. Ach ja, der Typ, ja, der hängt manchmal so rum und quatscht die Leute an, aber ich hab ihn einfach... Du mir einen Gefallen und frag mich, bevor du irgendwelche Extratouren machst, ja? Da war nix. Ich würde doch sowas nie machen. Ist ja gut. Wir sind ein Team, oder?
Das ist die Wunschliste von Sergei. Ich will jetzt nur noch die Rosinen. Ich weiß, dass die schwer zu knacken sind. Aber sieh zu, was du machen kannst. Ich möchte ihn ungern enttäuschen. Das sind Rüstungsfirmen. Militär. Wir kämpfen für den Weltfrieden. Die Dinger haben chiffrierte Passwörter. Ich habe keine Ahnung, wie man daran kommt. Er will 60.000 dafür locker machen. Und es deine Schulden bezahlen. Endlich wieder ruhig schlafen. Alles war völlig außer Kontrolle geraten. Es ging längst nicht mehr darum, irgendwelche Informationen gerecht zu verteilen. Captain Hackbirds Kampf gegen die geheime Weltverschwörung war komplett auf der Strecke geblieben. Während ich vielleicht noch dachte, ich arbeite gegen die Illuminaten, war ich wahrscheinlich längst Teil ihres Plans. Ohne es zu merken, waren wir zu Auftragsarbeitern geworden. Zu Spionen auf der Gehaltsliste des KGB. Scheiße, die Bullen! Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Die Diskothek La Belle bot in den frühen Morgenstunden ein Bild des Grauens. Die Explosion, die das gut besuchte Tanzlokal kurz nach Mitternacht erschütterte, hat bislang zwei Todesopfer gefordert, darunter auch ein US-Soldat. Über 200 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Schon wenige Stunden nach dem Anschlag mutmaßte ein Sprecher der US-Regierung, dass aus Ost-Berlin eingeschleuste Libyer dafür verantwortlich seien. Wo geht jetzt rein, Hackbart? Wir sind jetzt über die Datex-Leitung bis an die Pforte des Rechners gekommen. Jetzt fordert er mich auf, einzuloggen. Dafür braucht man ein Passwort? Richtig. Woher habt ihr das? Betriebsgeheimnis. Aha. Ihr wisst, dass es inzwischen empfindliche Strafen gibt. Habt ihr keine Angst, dass ihr erwischt werdet? Nein. Gut. Wie geht's denn jetzt weiter? Wie kommt man an die Brennstäbe ran? Also zuerst kann man sich in dem Rechner jetzt ein bisschen umgucken. Mhm. Und dann? Dann geht's gar nicht mehr weiter. Und warum nicht? Weil man in der Anlage nicht so einfach rumfuhrwerken kann. Also gut, ich frag mal so. Wie schwer ist es für einen findigen Hacker, die Steuerungsanlagen eines Kernkraftwerkes zu manipulieren? Ihr habt da doch die Brennstäbe rauf und runter fahren lassen, ist das richtig? Blödsinn, wer sagt denn sowas? Also im Prinzip ist es ganz einfach. Die Rechner sind nur schlecht geschützt. Lass mich doch hier nicht verarschen. Wir haben nach Jülich reingehackt. Mehr sollten wir nicht tun, okay? Die Freierei kommt echt auf eine ganz merkwürdige Schiene. David! Was hast du dem für einen Scheiß von Brennstäben erzählt? Ich musste dir doch mit irgendwas ködern. So ein wahnsinniges Risiko. Stell mal vor, der glaubt, dass er macht da eine Riesengeschichte draus. Beruhig dich mal. Es ist nichts passiert. Mehr als den Vorschuss kann ich dir dafür nicht geben, Karl. Das musst du verstehen. Pass auf, ich werde jetzt mal ein bisschen recherchieren und dann sehen wir, ob sich überhaupt eine Sendung ausmachen lässt. Und wie geht's dann weiter? Wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt. Ich melde mich bei dir. Gut. Oh, Tag, Herr Koch. Tag. Die Heizkörper müssen abgelesen werden. Bei der Gelegenheit habe ich mir mal die Wohnung angesehen. Im Teppichboden sind Brandlöcher und Weinflecken. Ich bringe das wieder in Ordnung. Sie können sich darauf verlassen. Ja, ist gut. Du hast dich verändert, seit du mit diesen Arschlöchern zusammen bist. Noch so ein Ding. Und du kannst ausziehen. Ist doch nur meine Meinung, die darf ich doch wohl noch sagen, oder? Davon rede ich doch gar nicht. Du hast den Vermieter reingelassen. Mach das nie wieder, klar? Ich habe überhaupt niemand reingelassen. Brückner hat seinen eigenen Schlüssel. Der soll sich vorher anmelden. Der kann ja nicht einfach reinkommen und rumschnüffeln, wie es ihm passt. Was war denn heute Vormittag los? Ich suche euch überall. Kann ich vielleicht mal reinkommen?
Wo war denn der? Ich glaube, ich nehme das hier. Ist da noch ein zweiter Schlüssel dabei? Bei dem Sonderangebot nicht. Ich kann den Schlüssel nachmachen, wenn Sie wollen. Ja, gut. Guck mal. Hübsch, oder? Pepe, ich glaube, ich habe eine Idee. Passwörter sind wie Schlüssel. Was wir bis jetzt gemacht haben, das ist wie eine Reihe Autos entlang gehen und so lange die Klinken drücken, bis zufällig eine Tür offen ist. Schön. Was wir brauchen, ist ein Zweitschlüssel. Das ist ganz einfach. Moment mal, meine Schuhe. Die Stiefletten. Bitteschön. Das ist der Rechner, in den wir reinholen. Der hat eine Tür, da kommen wir nicht rein. Scheißegal, wir bauen einfach eine zweite Tür davor. Ein kleines Programm, das so tut, als wäre es der richtige Eingang zum Rechner. Irgendjemand kommt anmarschiert, gibt sein Passwort ein. Dann sagt unsere Tür, du hast irgendwas falsch gemacht, bitte versuch's nochmal. Der wundert sich ein bisschen, gibt sein Passwort nochmal ein und jetzt ist er an der richtigen Tür und drin im Rechner. Aber, und jetzt kommt's, unsere Tür hat sich das Passwort für uns gemerkt. Fertig. Es braucht nur noch einen Namen. Wie wär's mit Beine breit und rein? Nein. Trojanisches Pferd. Wieso denn das? Ja, damit haben die Griechen Troja erobert. Er nur wieder, Macht auf gebildet. Ah, dein Programm hat ein Passwort, er wird schon. Hat einer angebissen. Merkwürdig. Was denn? Im zweiten Stock brennt noch Licht. Das ist eine Spedition. Da arbeitet sonst nie jemand um die Zeit. Lass uns mal weitermachen. Was ist denn hier los? Das ist mein Abschiedsgeschenk. Ich zieh aus. Wie sieht's aus? Wir haben eine Menge Zeug rüber kopiert, es geht. Gut, Hauptsache ihr werdet heute fertig. Morgen wird an Sergej geliefert. Was, morgen schon? Na klar. Wenn's eng wird, macht ihr eben durch. Ich bin jetzt schon 24 Stunden auf den Beinen. Das ist mir egal. Hier wird gearbeitet, für den Weltfrieden. Mach mal dein Händchen auf. Was ist denn das? Hä? Du auch. Amphetamin. Macht geil aufs Hecken. Und wenn alles klappt, gibt's eine kleine Party bei Lupo. Die Auseinandersetzung zwischen Libyen und den USA spitzt sich zu. Revolutionsführer Gaddafi betonte, dass er nach wie vor den gesamten Golf für sich beanspruche. Bundesaußenminister Genscher ist unterwegs nach Washington, um ein amerikanisches Bombardement Libyens zu verhindern. Währenddessen warten die Besatzungen von insgesamt 33 US-Kampfflugzeugen auf ihren Einsatzbefehl.
ihr das? Das sind Flugzeuge. Ist dir schlecht? Die bombardieren die Städte. Das sind die Winterreifen. Die brummen halt ein bisschen. Sollen wir anhalten? Zu spät zu kommen. Wer kommt? Was ist denn los? Hey! Scheiße! Raus hier! Spinnst du? Lass mich raus! Was? Was macht der? Verdammt, Karl! Jetzt reiß dich verdammt doch mal zusammen! Für Sachen, oder? Wie lange habe ich denn geschlafen? Fast 5 Stunden. Ich habe alles versaut, oder? Mm-mm. Schönen Gruß von Sergej. Er war sehr angetan von eurer Arbeit. Ich habe die Preise gleich mal ordentlich erhöht. Ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wie soeben bekannt wurde, haben US-Kampfflugzeuge die libyschen Städte Tripolis und Benghazi bombardiert. Obwohl der Angriff militärischen Zielen galt, sind unter den rund 100 Todesopfern viele Zivilisten. Revolutionsführer Gaddafi hat in einer ersten Stellungnahme bereits mit einem Vergeltungsschlag gedroht. Damit ist eine Ausweitung des Konfliktes auf das gesamte Gebiet im Nahen Osten zu befürchten. Die Illuminaten sind hier. Beteiligt an den militärischen Unternehmen waren 18 in Großbritannien gestartete Kannst du es mir zeigen? Ich spüre sie. Ey, das wird langsam langweilig. Leg mal eine andere Diskette ein. Hugo, lass ihn noch einfach in Ruhe, ja? Komm, jetzt iss mal was und trink noch ein bisschen. Der Bombenangriff gilt als Vergeltung für Terroranschläge auf US-Bürger, für die libysche Staatsführung verantwortlich. Und? Immer dasselbe. Er kommt nicht mehr weg davon. Eckbart, das mit den Illuminaten. Ich glaube, ich habe das jetzt bei mir auch gemerkt. Ja? Ja. Ich spüre das hier. Was spürst du? Naja, diese Stimmen. Und dann brennt das so am Rücken, so hinten runter. Bis zum Ende vom Rücken. Was sagen die Stimmen? Ich kann sie nicht verstehen. Das brennt so. Guck doch mal. Hier, zieh mal deine Hose aus, ob du das auch hast. Jetzt wart doch mal. Heber hat versucht, einen Witz zu machen. Er wollte dich zum Lachen bringen. Da gibt's aber nichts zu lachen, wenn mir was wichtig ist. Karl, das ist doch nur ein Spiel mit dieser beschissenen 23. Aber nicht für mich. Für dich vielleicht. Kapierst du eigentlich, was hier los ist? Du scheinst es nicht mehr zu kapieren. Du wolltest heute bei 180 Sachen aus dem Auto aussteigen. Was glaubst du, was wir hier machen? David! Siehst du nicht, was hier läuft? Versuch mir jetzt nicht zu erklären, dass die Illuminaten am Straßenrand standen. Weißt du, was dein Problem ist? Du guckst zu viel. Was hat denn das damit zu tun?
gefällt mir nicht. Hier, Spedition Fischer, ich hab's gefunden. Fünf, vier. 2147. Spedition Fischer, guten Abend. Ja, hier Müller. Sind die Kollegen vom BKA noch da? Wie bitte? Müller, Bundeskriminalamt Köln. Ich hätte gern die Kollegen gesprochen. Ach so, ja. Einen Moment bitte, ich verbinde hoch. Hallo? Das sind Bullen. Scheiße. Nichts anfassen, alles so lassen. Also, wer kann was von der Sache gewusst haben? Alex, vielleicht hat er was rumerzählt. Quatsch, sowas macht er nicht. Er, mein Vermieter. Ich zahle seit 2 Monaten keine Miete mehr. Warum beschwert er sich nicht? Das kann schon sein. Die haben sich den geschnappt und gesagt, sie lassen die jetzt schön mal da wohnen. Miete kommt ab jetzt von uns. Aber wieso? Weil Wanzen in der Wohnung sind. Die hören mich ab. Da müssten die erst mal in die Wohnung rein. War da was? Kann sein, ja. Mein Vermieter war mit dem Handwerker drin. Die können dir überhaupt nichts anhängen. Nachts am Computer sitzen ist doch nicht verboten. Bei Sergej warst du nur einmal, ganz am Anfang. Das haben die nicht mitgekriegt. Warum verfolgen die mich dann, wenn sie von nichts was wissen? Das nennt man Stoßstangentaktik. Die belagern dich so lange, bis du panisch wirst und Scheiße baust. Für mich ist jedenfalls Schluss. Am Anfang hat's ja noch Spaß gemacht, aber inzwischen weiß ich, wie es geht. Ich fand's spannend, in die großen Kisten reinzukommen, ja, aber... Wir haben nicht die geringsten Beweise, sonst hätten sie längst zugeschlagen. Das Risiko ist mir einfach zu groß. Ich will mir nicht meine Zukunft versauen. Die sind saublöd, die Bullen. Die können doch nicht mal ein Diskettenlaufwerk von einem Toaster unterscheiden. Wir sind denen immer einen Schritt voraus, egal was wir machen. Die sind nicht durchs Hacken auf dich gekommen, sondern durch die Drogen. Pepe ist ein Dealer, das weiß jeder in Hannover. Und du hast ständig Zeug bei ihm gekauft. Moment mal, was soll denn das? So auffällig, wie du dich benimmst, guck dich doch mal an, wie lächerlich du aussiehst. Passt dir irgendwas nicht? Ja. Bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich hast du bei irgendeiner Nutte gequatscht, weil du bei deiner Alten keinen mehr hochkriegst. Halt's Maul, du blödes Arsch, sonst schneide ich dir. Hey, fass mich nicht an! Hey, lass na das! Los, ne, los, hey, mach doch mal! Lass da vorne! Ist doch mal! Idiot, verpiss dich doch her! Mit sowas mache ich Geschäfte, was will denn dieser Gartenzwerg? Der hat mehr in der Birne als wir alle zusammen. Halt endlich mal die Klappe! Verdammt nochmal! Wichser! Wir sind ein Team, wir haben das bis jetzt zusammen durchgezogen und wir lassen uns nicht von ein paar bescheuerten Bullen in die Suppe pissen. Es geht um 15.000 Mark für jeden von uns, also keine Panik, ja? Wir warten jetzt erstmal ein paar Tage ab. Niemand trifft sich mit irgendwem. Keine Aktivitäten. Dann nehmt ihr euch ein Hotelzimmer und von da aus zieht ihr die restlichen Daten ab. Alles, was auf Sergejs Liste steht. Klar? 15.000 für jeden. Aber nur, wenn du es auch machst. Lass uns die eine Sache noch machen. Danach trennen wir uns von den Säcken. Okay, wir machen's. Aber weil wir es wollen und nicht, weil ihr es wollt. Na klar, nur weil ihr es wollt, ist doch klar. Und wenn's ganz eng wird, dann hilft uns Sergej. Da steht sofort eine Maschine bereit, die bringt uns nach Moskau. Schöne Idee. Ist ja noch schlimmer als Hannover. Na ja. Thank you.
Herr Brückner? Hallo? Herr Brückner? Ach, Herr Koch. Ja, guten Morgen. Ich wollte fragen, was eigentlich mit meiner Miete ist. Ihre Miete? Hm? Ich bin 2 Monate im Rückstand. Ist mir doch gar nicht aufgefallen. Dann überweisen Sie es doch einfach. Ich glaube Ihnen das nicht. Was ist, wenn ich nicht bezahle? Ich werde auch in Zukunft nichts bezahlen. Keinen Pfennig. Werfen Sie mich raus! Ich möchte, dass Sie mir kündigen! Versprichst du mir, dass du rausgehst, wenn irgendwas verdächtig ist? Lass mich mal machen. Das hier? Eine Fangschaltung. Geh sofort raus aus dem Schalter. Nein, ich bin mit ihnen. Hey, was soll denn das? Komm, lass uns abhauen. Bist du bescheuert? Weißt du, was das heißt, wenn die Leitung abschalten? Die wollen uns zurückverfolgen. Wir müssen weg hier. Wirf mal Geld nach. Ich hab das gefunden. Das ist das Letzte, was auf der GES-Liste steht. Das ziehen wir uns rüber. Weißt du, was das ist? Keine Ahnung. Ich kopiere es. Das dauert nicht lang. Da drüben steht ein komisches Auto. Dann geh hin und guck nach. Was ist das? Irgendwelche russischen Städte. Das ist ein Planspiel für den Atomkrieg. Scheiße, Karl, du panikst hier dauernd nur rum. Das sind Atomkraftwerke. Hier, Anzahl der Reaktoren, Leistung. Lass mich das bitte in Ruhe zu Ende bringen. Ja, ich will mich hier auch nicht auf der Abschussliste. So fängt der nächste Krieg an. Die jagen so ein Ding in die Luft. Sag mal, was soll denn das? Hey, ja, du Mann, Russland, Mann! Scheiße, Karl, hau ab, du nervst mich! Hau ab! Nachrichtenagentur TASS meldet, ist es im Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine zu einem Störfall gekommen. Über das Ausmaß des Schadens ist zur Stunde noch nichts bekannt. Maßnahmen seien eingeleitet worden, teilte die Agentur ohne weitere Einzelheiten. Aus Finnland und Schweden werden seit den frühen Morgenstunden erhöhte Strahlungswerte gemeldet. Das waren wir. Ich weiß, dass es was mit uns zu tun hat. Jetzt hör auf, es ist ja echt schlimm mit dir. David, du hattest Tschernobyl auf dem Monitor.
Aber wir waren nicht in Tschernobyl drin, sondern in irgendwelchen Armeekisten. Dass der Name Tschernobyl jetzt in den Nachrichten auftaucht, ist Zufall. Das, was ich in der Telefonzelle gedacht habe. Dass die so ein Ding in die Luft jagen. Genauso ist es passiert. Wenn irgendjemand Tschernobyl hochgehen lassen will, dann kann er das auch ohne dich tun. Da musst du nicht erst dran denken. Die benutzen meine Gedanken. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber es ist so. Als mein Vater gestorben ist, Tripolis, Olaf Palme, ich habe immer vorher daran gedacht und dann ist es genauso passiert. Das Reaktorunglück in dem ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl ist die größte Katastrophe, die sich bisher auf dem Gebiet der Kernenergie ereignet hat. Zur Stunde versuchen Hilfskräfte, den Schaden am Reaktor zu verschließen. Klamotten für dich und deine Bücher. Ansonsten habe ich erstmal alle verdächtigen Sachen zu mir geschafft. Ist doch in deinem Sinn, oder? Zu Lupo und Pepe habe ich keinen Kontakt zurzeit. Wir... In Hamburg gab es Hausdurchsuchungen bei Hackern. Wir hatten echt Glück gehabt, dass wir rechtzeitig damit aufgehört haben. Ich habe kein Glück gehabt. Entschuldige. Es ist sehr schwierig für mich seit... Manchmal denke ich, ich sitze in einem Auto und fahre eine kurvige Strecke runter. Und plötzlich merke ich, dass ich weder bremsen noch lenken kann. Jemand anders tut es. Vielleicht gibt es die Illuminaten gar nicht. Es hat sie nie gegeben. Dann wäre ich verrückt. Denk einfach nicht mehr an die Sachen, die wir gemacht haben, okay? Denk jetzt nur noch an die Zukunft. Nächste Woche komme ich hier raus. Ich habe einen Platz im Wohnheim. Thank you.
konnte es kaum erwarten, aus der Klinik entlassen zu werden. Aber als es endlich soweit war, fühlte ich mich hilflos und schwach. Es wird Ihnen gut tun, wenn Sie mit den anderen zusammen hier kochen und essen. Im Wohnheim erwartete mich eine behütete, heile Welt. Die Medikamente beruhigten mich und sorgten dafür, dass meine Angst verschwand. Langsam erholte ich mich, gewann Abstand und versuchte, alles zu vergessen. Die Ereignisse der letzten Monate rückten in weite Ferne. Bis Jochen Maywald auftauchte. Ich kann mir gut vorstellen, dass du im Moment andere Sorgen hast. Aber ich habe ein Problem. Die Polizei war im Sender und... Ja, die hatten einen Durchsuchungsbefehl. Scheiße. Wie konnte das denn passieren? Ich weiß es nicht. Die haben mein Büro gefilzt und anschließend sind sie zu mir und nach Hause und haben da weitergemacht. Die ganzen Unterlagen für den Beitrag, das haben sie alles mitgenommen. Und das Videoband? Das haben sie Gott sei Dank nicht, aber die Ausdrucke, die Jülich-Sachen, die haben sie. Ja und? Was kann man jetzt machen? Mein Chef will mit dir sprechen. Ich kann jetzt schlecht weggehen. Karl, er ist hier. Komm, es dauert nicht lang. Sie müssen eine Aussage bei der Polizei machen. Der Hack nach Jülich hat durch Ihre eigene Initiative stattgefunden. Weder Herr Maywald noch sonst jemand vom Sender hat Sie dazu verleitet. Das Honorar ist einzig und allein für ein Interview geflossen. Haben die meinen Namen? Bisher haben wir das vermeiden können, aber jetzt müssen wir was tun, um Schaden vom Sender abzuwenden. Für Herrn Maywald ist die Situation auch schwierig. Es kann ihn seinen Arbeitsplatz kosten. Ich kann nicht zur Polizei. Ich bin krank. Ihre Krankheit wird sicher helfen, dass die Sache schnell erledigt ist. Es war unüberlegt, ein dummer Jungenstreich. Mehr als eine Geldstrafe kann das nicht kosten. Ich muss darüber nachdenken. Mit David muss ich darüber reden. Es kommt darauf an, was er sagt. Ich warte bis morgen Vormittag. Dann teilt unser Justiziar der Polizei Ihren Namen mit. Es tut mir leid, aber ich kann das nicht länger rauszögern. Ich habe neulich ein Interview mit einem Techniker in Jülich geführt. Vielleicht hat der die Polizei angerufen und gesagt, fühlt den Maywald auf den Zahn, der hat Kontakt zu den Hackern. Obwohl ich es mir nicht vorstellen kann, ich war wirklich vorsichtig. Die werfen mich aus dem Heim. Ich habe keinen Pfennig Geld. Wir kommen da schon raus, Karl. Da waren noch andere Sachen. Was? Andere Hex? Habt ihr noch größere Sachen gemacht? Ich kann nicht darüber reden. Ganz egal, was du gemacht hast, ich bin sicher, dass du besser wegkommst, wenn du dich stellst. Wenn Geld das Problem ist, könnten wir auch was mit einer Zeitschrift machen. Ich habe einen guten Kontakt zum Stern. Die zahlen bis zu 50.000 Mark für eine Exklusivstory. Das wäre ein Anfang. Damit könntest du was aufbauen. Alles klar. Und dann? Was passiert dann? Wir gehen da zusammen hin. Das ist doch Wahnsinn, Karl. Das ist ja nur mal eine Überlegung. Dann wäre endlich alles vorbei. Dann ist gar nichts vorbei. Dann geht alles erst richtig los. Du kannst dich doch nicht an die verkaufen. Doch. Wenn du das machst, dann bist du für mich gestorben. Nicht jeder hat Eltern, die sein vorn und hinten reinstopfen. Hör mit dieser Scheiße auf! Was soll ich denn machen? Soll ich zu meinen Eltern gehen und sagen, Entschuldigung, da ist mir was passiert? Und wenn ich mit ihnen rede? Dann viel Spaß mit deinen Eltern, du tust mir leid. Was glaubst du, was Lupo davon hält? Ich glaube nicht, dass er sich das bieten lässt. Soll das eine Drohung sein? Guck dich doch mal an, was aus dir geworden ist. Ein durchgeknallter Koks, ein Pflegefall. Aber geh doch. Geh, los. Hier, bitte. Aber mach lieber vorher noch eine Therapie, sonst glaubt dir nämlich keiner die Geschichte. Na los, geh. Geh schon, los, geh! Da?
Tag. Kann ich Ihnen helfen? Könnte ich die mal kurz draußen sprechen? Wir haben Besuch von David. Weißt du, was der gesagt hat? Dass du auspacken willst. Stimmt das? Und das stimmt, will ich wissen. Was soll denn diese Journalistenkacke, hä? Es ist vorbei. Aus. Ich werde mich stellen. Wie naiv bist du eigentlich? Sag mal. Glaubst du im Ernst, dass ich das zulassen werde? Ja, glaubst du das? Wenn du irgendwas irgendwem erzählst, dann bist du fällig, Hagbard. Ja. Dann seid ihr aber auch dran. Du kleine, miese Drecksau. Hör zu. Mich hat's in diesem Spiel nie gegeben. Kein fester Wohnsitz, kein Grenzübertritt, gar nichts. Du kennst nicht mal meinen Namen. Pepe wandert vielleicht für ein paar Jahre in den Knast. Aber du, mein Freund, du bist dran. Ein Anruf bei den Bullen genügt. Und die ganze Drogen- und Spionage-Scheiße prasselt auf dich rund. Auf dich allein. Könnte über eine Sondersendung nachdenken. Die Geschichte ist absolut exklusiv. Karl könnte uns die Senderechte verkaufen und dem Stern die Druckrechte. Zunächst muss er sich mal den Behörden stellen. Jeder weitere Tag ohne Geständnis macht uns zu Mitwissern. Sie wenden sich an den Verfassungsschutz. Der ist sicher hoch interessiert. Sagen Sie rückhaltlos die Wahrheit, nennen Sie alle Namen. Das wird Ihre Situation im Prozess deutlich verbessern. Kennst du das neue Zeugenschutzgesetz? Das haben sie für die RAF-Terroristen gemacht. Wer auspackt, bekommt Straffreiheit und eine neue Identität. Du fängst mit einem neuen Namen woanders von vorn an. Vorher machen wir eine starke Sendung zusammen, so einen richtigen Hammer. Abendprogramm. Das ist gut für dich und gut für mich. Unter Freunden. So läuft das. Dann werde ich Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen, Herr Koch. Kann ich noch eine Erklärung vorlesen, bevor das Verhör beginnt? Aber bitte. Aber eins vorab. Wir führen hier keine Verhöre. Es ist nur eine Befragung. Lesen Sie vor. Ich arbeite mit dem Verfassungsschutz zusammen, auch wenn das gegen jede Hackerethik verstößt. Man hat mir zugesichert, dass sofort nach der Verhaftung der Mittäter eine Presseveröffentlichung meiner Geschichte möglich ist. Lesen Sie ruhig weiter, ich höre Ihnen zu. Ich brauche das Geld, weil ich mir ein neues Leben aufbauen will. Ich habe versucht, Informationen für alle zugänglich zu machen, weil ich einen drohenden Krieg verhindern wollte. Damit bin ich gescheitert. Captain Hackbert's Line gibt es nicht mehr. Aber als Karl Koch werde ich in einer anderen Stadt noch mal von vorne anfangen. Nach 2 Wochen zermürbender Verhöre beim Verfassungsschutz und BKA konnte ich nicht mehr. Ich war ausgebrannt, wollte nur noch Frieden. Meine Wohnung wurde aufgelöst und alle Beweismittel für den Prozess beschlagnahmt.
beschaffte mir ein kleines Zimmer in einem ruhigen Vorort und einen Halbtagsjob als Fahrer für die Stadtverwaltung. Ich hatte ständig Angst, Lupo oder Pepe zu begegnen und versuchte herauszufinden, ob und wann die beiden verhaftet werden. Ich rief im Sender an, um mich zu erkundigen, aber Weber war nicht für mich zu sprechen und Maywald, hieß es, hätte gekündigt. Als es dann endlich soweit war, kamen mir die Bilder so unwirklich vor. Weber spielte die Sache mächtig hoch. Die Namen aller Beteiligten wurden genannt. Geld habe ich nie bekommen. Innenminister Zimmermann sprach vom größten Spionagefall seit der Enttarnung des Kanzleramtsagenten Guillaume. Lieber David, wenn du diese Zeilen liest, werden uns die ersten Journalisten schon auf den Fersen sein. Egal was passiert, ich möchte, dass du weißt, dass unsere Freundschaft immer am wichtigsten für mich war. Denk an den Satz von Hagbard's Line. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Dein Karl. Präsidentin, ich nehme die Wahl an. Nach einer stundenlangen Wahlprozedur in der Bonner Beethovenhalle kam mit den Worten Richard von Weizsäckers festliche Stimme. Es ist kein Zufall, dass Weizsäcker gerade heute seine zweite Amtsperiode antritt, denn das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde auf den Tag genau vor 40 Jahren am 23.05.1949 verabschiedet. Bei dir ist, du denkst, dass keiner dich sucht, und du hast die Reise ins Jenseits vielleicht schon gebucht, und all die Lügen geben dir den Rest. Halt dich fest, halt mich fest, halt an deiner Lehre fest, halt mich fest, yeah.
weil du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Wenn dein kaltes Bett dich nicht schlafen lässt, halt dich fest.